Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen im Städel-Museum, einmal hier vor Ort und auch digital. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute zum zweiten Close-Up-Talk begrüßen dürfen. Mein Name ist Anne Drübisch, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Bildung und Vermittlung am Städel-Museum. Einige von Ihnen werden sich vielleicht fragen, was ist Close-Up eigentlich? Wie in einer Nahaufnahme widmet sich der Kunst- und Vermittlungsraum, in dem Sie jetzt hier alle sitzen und Sie live dazugeschaltet sind, einer zentralen Thema aus der Sammlung Gegenwartskunst. Close-Up bietet eine konzentrierte, intimere Werkauswahl, eine aktivierende digitale Anwendung, vielleicht die hier im Raum können mal kurz einen Screen schauen, und auch jetzt mit dieser Gesprächsreihe bietet der Raum diverse und vertiefende Zugänge in die Gegenwartskunst. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Svenja Grosser, ich bin die stellvertretende Leiterin für die Sammlung Gegenwartskunst und habe gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Drübisch den Raum Close-Up konzipiert. Wir freuen uns sehr, dass wir heute mit unseren wunderbaren Gästen über das Thema Bildgewalten sprechen können, wie politisch ist die Kunst, und das anhand von Armin Böhms Gemälde Anteilte Zavakili von 2007. Armin Böhm hat an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert, bei Jörg Immendorf und Konrad Klapheck. Wir haben tatsächlich von ihm nicht nur das eine Werk in der Sammlung, sondern auch noch ein weiteres, das auch aktuell ausgestellt ist. Hier ist es ein Werk aus der Serie der Riot-Serie, in denen Herr Böhm sich mit Unruhen in Städten auseinandergesetzt hat. Heute ist Armin Böhm aber vor allen Dingen für seine figurativen, surrealen Arbeiten bekannt, die an der Schnittstelle zwischen Traum und Wirklichkeit stehen. Er lebt und arbeitet in Berlin. Dr. Lukas Germann studierte Philosophie und Germanistik in Zürich und in Basel. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Kunst und Ästhetik in Verbindung mit gesellschaftlichen Themen. Gemeinsam mit der Philosophin Ulla Schmidt leitet er das Projekt Lokol. Er ist auch Kurator an einem Museum am Züricher See und ist freier Philosoph. Professor Dr. Michel Friedmann ist Jurist, Philosoph und Publizist. Er ist besonders bekannt für seine Formate im öffentlichen rechtlichen Fernsehen, wie auch der Reportagereihe Friedmann schaut hin und den Gesprächsreihen derzeit am Berliner Ensemble und am Jüdischen Museum in Frankfurt. Ja, und bevor wir jetzt gleich direkt mit dem Thema starten, kurzer Hinweis, Sie können natürlich am Ende gerne Fragen stellen, auch für Sie zu Hause. Sie können die Frage einfach in den Chatverlauf stellen. Und damit möchte ich auch schon an Herrn Friedmann übergeben. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder im Städel zusammengekommen sind. Und wenn wir über Gemälde reden, ist die erste Frage, die ich gerne Ihnen, Herr Germann, stellen würde, die Sie sich vielleicht auch in dem Augenblick stellen können. Was sehen Sie eigentlich? Ja, ich durfte ja heute Nachmittag fast 2 Stunden mit diesem Gemälde verbringen. Und das war ganz schön, weil ich ganz allein war hier, nur ich und das Gemälde. Und ich habe für mich wie so 2 Betrachtungsarten gefunden. Die erste Betrachtungsart ist die, wenn ich an dieses Bild herantrete und letztendlich das einfach mal als autonomes Werk nehme. Also nur das sehe, was sich vom Bild her mir zeigt. Dann sehe ich ein Spiel aus Licht und Dunkel. Ich sehe aber auch in diesem Spiel schon auch irgendeine Bedrohung präsent. Eine Bedrohung, von der ich nicht recht weiß, geht sie vom Licht aus, das quasi eben Licht ins Dunkel bringt und vielleicht etwas, was sich in diesem Dunkel bergen mag, entbirgt, das einen Schutz quasi hebt, oder geht sie von der Dunkelheit aus, die dieses Licht zu verschlucken droht. Wenn ich mich dann frage, ja gut, was könnte da dargestellt sein, vielleicht erkenne ich ein Dorf, vielleicht könnte er aber auch sowas wie eine Art sehr diffizil gebautes Tiefseewesen da erkennen, das gerade in seinem komplexen Körperbau irgendwie labil und gefährdet ist. Oder ich könnte das als eine Oberfläche sehen, in die Risse, Furchen eingetragen sind, Risse, aus denen etwas, ein Licht quasi herausquellen will, fast so etwas wie vor einer Eruption, vor einem Ausbruch, und plötzlich haben wir dann doch so eine latente Gewalttätigkeit im Bild. Und dann gibt es die zweite Betrachtungsart, nämlich dann, wenn ich mit meinem Vorwissen an das Bild herantrete, okay, ich weiß, was es zeigt. Ich weiß, das ist eine Satellitenaufnahme, oder was, nicht was es zeigt, aber was dem Bild quasi als Motiv zugrunde liegt. Eine Satellitenaufnahme, die ein Dorf zeigt, das als Terroristencamp vermutet wird. Eine Aufnahme, die dann auch dazu gedient hat, dieses Dorf quasi auszukundschaften, um es dann durch die Bombardierung zu zerstören. Und wenn ich mit dem Wissen herantrete, dann kann ich dieses Wissen natürlich nicht mehr ungewusst machen. Dann ist das plötzlich eingeschrieben in diese geheimnisvolle Vieldeutigkeit, die ich am Anfang erwähnt habe, ist Teil davon.
Aber wenn ich dann mit diesem Wissen weiterschaue, beginnt sich auch dieses Terroristencamp wieder zu transzendieren auf das hin, was ich am Anfang beschrieben habe. Und gerade in dieser Doppelbewegung funktioniert für mich dieses Bild. Und das ist das, was mir gefallen hat. Ich habe von nichts eine Ahnung, das ist mein Privileg. Aber ich habe zugehört und Sie haben gesagt, das Dunkle ist für Sie eine Bedrohung. Für mich ist das Dunkle zum Beispiel keine Bedrohung. Das der Gegensatz von Licht und Dunkel, aus dem kommt ja die Bedrohung. Nicht aber für mich selbst. Ist, ich will das jetzt nochmal erwähnen, weil es dunkel ist oder weil es irgendwas mit den dunklen Farben zu tun hat oder schwarz ist keine Bedrohung. Nun sind Sie der Urheber des Ganzen und wenn Sie aber trotzdem mit dem Abstand von so vielen Jahren auf dieses Bild schauen, was sehen Sie eigentlich? Ich sehe natürlich in erster Linie die Defizite. Weil ich natürlich in der Zwischenzeit andere Bilder gemalt habe, die ich wieder viel besser finde. Aber nein, Scherz beiseite, ich habe natürlich auch über das Bild nachgedacht, also heute auf der Zugfahrt und habe gedacht, was habe ich eigentlich damals gedacht, wo ich das Bild gemalt hatte. Und ursprünglich hatte ich in dieser Zeit damals Sternenhimmel gemalt. Also ich hatte eine Serie gemalt, wo ich so den Himmel mehr oder weniger gemalt hatte und auch sehr viel dunkel gemalt hatte in verschiedenen Farblayers, wo aber auch immer sehr viel Farbe drunter war. Also in Ölmalerei ist es ja in Schichten aufgebaut und dann waren da eben sehr viele bunte Farben und es wurde immer dunkler und ein paar Stellen habe ich stehen gelassen, es wurden dann halt Sterne sozusagen und es waren eher abstrakte Bilder. Und der Sternenhimmel hat ja bei uns eher so eine romantische Konnotation. Ich sehe das Dunkel auch genau wie Sie. Mir macht das, also ich finde das schön. Und irgendwann ging es nicht mehr weiter mit den Sternenbildern, weil ich bin kein Typ, der sich ewig wiederholen kann. Ich muss immer weiter. Und ich bin dann in eine ziemliche Krise gestürzt. Und dieses Bild war eigentlich so ein Ausweg aus der Krise. Also ich habe fast ein Jahr lang kein vernünftiges Bild gemalt, weil ich diese Sternenhimmel, die waren sehr gut, fand ich. Aber ich habe danach nichts gefunden, wo ich dieses Hell-Dunkel, Abstraktion, Figuration in irgendeine Weise sinnvoll fortführen konnte. Und dann kam bei mir irgendwann die Idee, so dieses Perspektivenwechsel, warum nicht von unten nach oben, umgekehrt, von oben nach unten schauen. Ist das nicht auch was, also dieser Perspektivwechsel nicht vielleicht auch sowas wie ein Sternenhimmel? Und dann kam eben dieses Bild oder diese Beschäftigung mit diesen sogenannten Aerial Views, wie ich sie damals genannt hatte. Und ich hatte, also das ist eins der wenigen Bilder, was geworden ist aus dieser Serie, weil viele habe ich am Schluss einfach weggeschmissen. Die waren einfach nicht gut. Und ist das gut? Also genug? Gut? Wenigstens? Also es gab dann 3, 4, die wirklich gut waren und das ist eins davon. Aber es waren wirklich so Bilder, die mir sehr viel Leid bereitet hatten, also ohne jetzt pathetisch zu werden. Also ich will jetzt hier nicht vom Leid des Künstlers sprechen, also es war einfach vielleicht auch... Aber haben Sie es so empfunden, dann sprechen Sie auch darüber. Naja, das ist schon in Ordnung. Ich hatte damals wirklich eine gute Ausstellung in Berlin zum Gallery Weekend, in einer Top-Galerie, und habe die abgesagt. Und das muss man erstmal hinkriegen, weil man unzufrieden mit Bildern ist. Das habe ich wirklich gemacht. Also, und das Bild kam dann aber am Schluss, nachdem die Ausstellung verschoben wurde, vom Herbsttermin auf den Dezembertermin war das dann eines dieser Bilder. Ich will gerne wiederholen, was ich immer sage, wenn ich ins Museum gehe oder wenn ich mir Bilder anschaue. Ich würde am liebsten diese ganzen Erklärungen überhaupt nicht sehen, aber ich versuche, wenn ich in ein Museum gehe oder in eine Galerie gehe, wirklich mir das Bild anzuschauen, dann erst zu lesen. Wie ist es entstanden? Wer ist auch der Maler? Auch das ist schon eine Information, und Sie haben das ja gesagt, die mich in meinem Bewusstsein sofort trübt und verändert. Können Sie sich überhaupt vorstellen, wie Sie dieses Buch wahrgenommen, dieses Buch sage ich, sehen Sie, ich habe viel mit Büchern zu tun, dieses Bild wahrgenommen hätten, wenn Sie nicht gewusst hätten, in welchem Kontext das entstanden ist und was es uns erzählen will? Nein, kann ich natürlich nicht, aber ich glaube, es ist wichtig, also weil, oder ich kann ja das, was ich mal weiß, nicht ungewusst machen. Wenn ich mal mit einem Wissen herantrete, ist dieses Wissen da, begleitet mich, bestimmt auch die Art und Weise, wie ich eben zum Beispiel so ein Bild dann wahrnehme. Aber was ich wichtig finde zu sehen, oder wir sind ja nie einfach quasi Tabula Rasa, die irgendwie was begegnen, sondern wir bringen immer unsere Geschichte mit, unser Wissen mit, unsere Vorurteile mit, unsere Wertvorstellungen mit und so weiter und so fort. Und in dieser also quasi als schon mit ganz vielen Dingen angefüllte Subjekte treten wir an ein Kunstwerk heran. Und umgekehrt gilt dasselbe im Prinzip auch vom Kunstwerk selbst.
auch das Kunstwerk selbst ist ja nicht einfach im luftleeren Raum und losgelöst von allem, was darum herum geschieht, sondern das Kunstwerk steht hier im Städelmuseum. Das Kunstwerk ist ein Teil eines gesellschaftlichen Diskurses, ob es das sein will oder nicht. Es steht immer quasi in diesem Zusammenhang, kann sich davon nie ganz befreien. Es ist Arbeit in das Kunstwerk eingegangen, die Arbeit des Künstlers, die ein Teil auch einer gesamtgesellschaftlichen Arbeit ist. Auch hier haben wir quasi eine Anbindung. Das heißt, wir haben es ja nie mit der Begegnung von eines quasi Kunstbetrachters oder einer Kunstbetrachterin mit einem Kunstwerk, haben wir es nie einfach quasi eben mit diesem quasi Ideal einfach der reinen Wirkung dieses Werks auf mich als Persönlichkeit zu tun, sondern beide diese Dinge, das betrachtende Subjekt wie das Werk, sind letztendlich offen, kommen ganz viele Dinge dazu und das gehört wieder zu. Und insofern bin ich eben der Meinung, schreibt sich letztendlich ein Werk insofern auch immer weiter mit jeder Betrachtung, indem es von dem, der es betrachtet, eben wieder anders gesehen wird, mit einem anderen Hintergrund gesehen wird, mit anderen Gefühlen, mit anderen Werten und so weiter. Gut, das ist für mich sehr erschöpfend auch erklärt. Ich versuche jetzt mal das historische Ereignis, Sie haben es angedeutet, jetzt allen, die hier sitzen, noch mal in Kurzform zu erzählen. In der Region Savarkivi wurde zwischen 1998 und 2002 eine mutmaßliche Basis der Taliban oder der Al-Qaida durch die US-Luftwaffe bombardiert. Im März 2002 veröffentlichte das amerikanische Verteidigungsministerium Aufnahmen der Bombardierung. Einige dieser Satellitenaufnahmen sind heute noch im Internet frei zugänglich zu finden. Das ist das. Ich muss ehrlich gestehen, als wir uns überlegt haben, diese Reihe zu machen und man mir vorgestellt hat, dass eines dieser Bilder dieses Bild ist und ich den Kontext hatte, dass wir politisch-historische Aufnahmen reflektieren wollen, habe ich an vieles gedacht und Assoziationen gehabt, wie Sie das erwähnen, nur nicht an Taliban oder Afghanistan. Und habe mir das Bild angeschaut und das hatte eine ganz bestimmte Wirkung auf mich. Und als ich dann den Kontext, wie ich ihn jetzt nochmal vortrage, gelesen habe, dann habe ich es mir angeschaut und habe eigentlich immer noch nicht das gesehen, was historisch hier gemeint ist. Sie aber haben ja diese Aufnahmen gesehen, bevor Sie das dann so umgesetzt haben. Das heißt, Sie hatten auch Pressefotos, jedenfalls hatten Sie Aufnahmen. In welcher Form würden Sie heute beschreiben können, dass Sie das Ereignis, haben Sie es abstrahiert, haben Sie es verselbstständigt, haben Sie es übersetzt? Wie sind Sie von dem sehr brutalen, originellen und original Momentum in dieses Kunstwerk übergegangen? Also in dieser Zeit damals hatte ich auch noch eine andere Serie, das andere Bild hängt ja auch irgendwo im Städel, aus Hochhäusern gemalt, also diese Riot-Serie, ne, das sind also abstrakte Le Corbusier-Architektur, die man mehr oder weniger nur als Relief wahrnimmt, mit Lichtern, wohinter sich auch, wenn man es weiß, Gewalt abspielt, weil es waren immer Orte, es ging damals los mit den Unruhen in Paris 2005 sogar, und das war das erste Thema, wo ich mich überhaupt mal in einem Bild mit Gewalt auseinandergesetzt hatte. So, und von daher war folgerichtig, dass ich diese sehr dunklen Bilder mit diesen Gewalt-Stadtansichten, die Gewalt war nicht sichtbar, die war nicht gemalt, sie war aber in der Behandlung der Bildoberfläche einfach irgendwo drin. Da war eben Asphalt und Glas und runtergekratzt und Lack drüber gekippt und keine schöne Ölfarbe in dem Sinne, Glasscherben, alles Staub. Ich habe alles reingeschmissen, was irgendwo nicht sensibel jetzt von der Konnotation des Materials her ist. Und da mir die Oberflächensensibilität beim Bild immer sehr wichtig ist und ich das Bild eigentlich fast, würde ich mal sagen, wie eine Haut behandeln würde, die auch was spürt, ist die Art, wie ich mit diesem Bild umgegangen bin, schon in der Art, ist eigentlich eher eine gewalttätige Art fast gewesen. Weil ich bei dem Bild hier, das sieht man vielleicht auch jetzt nur, wenn man nah dran ist, ich habe das teilweise mit sehr scharfen Flüssigkeiten alles wieder runtergenommen, dann bin ich mit dem Spachtel ran, dann habe ich was abgeklebt, das ist eigentlich jetzt nicht gemalt. Also diese sensible Art des Malens mit dem Pinsel, wie man vielleicht das menschliche Gesicht malen würde, weil man es als
als eine sensible Oberfläche, als empathischer Mensch, die Haut auch. Haut hat ja was Sensibles. Mit der Haut spürt man und die macht man mit dem Pinsel auch liebevoll. Und dieses Bild habe ich eben nicht mit dem Pinsel gemalt. Es ist also nicht in dem Sinne liebevoll gemalt, sondern es ist eher gemacht. Ich würde fast eher bei dem Bild sagen, dass ich das gar nicht gemalt habe, sondern ich habe es eher gemacht. Also es ist gekratzt, es ist geschrubbt, es ist draufgespritzt, es ist runtergeklebt und teilweise, du meintest, da wäre irgendwo noch Klebestreifen drauf. Da muss ich wohl vergessen haben, aber es ist eben, hat eben was mehr mit dieser Art, dass das Bild nicht gemalt wurde, sondern das Bild einfach gemacht wurde. Und die Art des Machens hatte eine wie gesagt, natürlich auch eine relative Empathielosigkeit, weil ich natürlich auch mit so einem Foto keine ernst gemeinte Empathie hätte. Also ich, wenn ich jetzt sie porträtieren würde, dann, wir unterhalten uns, dann würde ich sie ja empathisch malen, weil ich mich mit ihnen beschäftige, aber ich habe ja keine Beschäftigung. Von daher hat das Thema so weit weg, dass ich es eben auch so hart angehen konnte und es hatte natürlich auch gleichzeitig noch vorgegeben durch den Inhalt eine, wie soll ich mal sagen, eine brutale Konnotation. Aber ich hätte den genau, Titel vielleicht gar nicht. Ist nicht genau das die Empathie? Also wir reden ja darüber, und Sie haben es gerade erwähnt, wir reden von Gewalt. Ob sich das in dieser architektonischen Gewalt widerspiegelt oder hier in einer Gewalt, wo Menschen Menschen zu Tode bringen. Ursache, Wirkung, Berechtigung, das ist alles mal dahingestellt. Würden Sie sagen, dass das Ergebnis also, wenn man dieses Bild betrachtet, ist, dass der Künstler, in dem Fall Sie ganz konkret, diese Gewalt während des Malens, wie Sie beschreiben, relativ empathielos vom Bild her übertragen hat, welche Empathie, das ist ja nicht nur eine positive, sondern es ist die Gefühlsbreite, soll sich denn dann entwickelt haben, wenn ich es jetzt betrachte? Spielt das bei Ihnen irgendeine Rolle? Da habe ich mich unklar ausgedrückt. Also natürlich habe ich das auch empathisch gemalt, nur nicht eben in diesem Sinne, wie ich den Mensch jetzt empathisch malen würde, das mit dem Pinsel machen könnte. Weil ich finde immer ganz wichtig, deshalb sind auch bei mir manchmal Bilder gescheitert, wenn ich nicht damit zufrieden bin, wie sie jetzt, wie soll ich mal sagen, also wenn, Sie haben es gerade schön ausgedrückt, aber wenn dieses Gefühl nicht stimmt, dass das Material und der Inhalt irgendwo eine Schönheit wieder ergeben, auch wenn es von mir aus einen brutalen Hintergrund hat, aber das Brutale kann auch attraktiv sein, dann ist es kein gelungenes Bild. Und da diese meisten Bilder, dass ich die weggeschmissen hatte und das eines davon ist, was übrig geblieben ist, würde ich natürlich sagen, dass glaube, dass es mir gelungen ist. Wie ist das mit der Gewalt? Empfinden Sie, wenn Sie dieses Bild betrachten, den Gewaltakt, die Gewalt auch Zusammenhänge, die in dem historischen Kontext, im politischen Kontext hier mit abgebildet sein sollten? Also die wirklich jetzt historischen, quasi die historische Gewalttat, die ja nicht dieses Bild darstellt, sondern auf die dieses Bild dann darauf herausläuft, die sehe ich so nicht präsent hier, nein. Aber eben, sie kommt, wie ich das vorher gesagt habe, sie kommt quasi über das Wissen darüber, dass das dann geschieht, kommt sie rein. Und ich sehe sehr wohl eine Art quasi eben latenter Gewalttätigkeit im Bild. In dem es eben, also das was ich vorher ausgedrückt habe mit diesen Lichtpunkten, die quasi so an die Oberfläche drängen und irgend so zu eruptieren drohen, da sehe ich schon eine Gewalttätigkeit drin. Und da denke ich einfach, ist ja wichtig zu sehen, oder wenn wir gerade über Gewalt und Kunst reden oder Gewalt in der Kunst reden, dann reden wir zum Teil über sehr verschiedene Dinge. Es gibt eine Gewalt der Form. Es gibt etwas, was, oder ich komme sehr stark vom Film her. Im Film zum Beispiel sind es schnelle Schnitte, die wirken gewalttätig, ganz unabhängig davon, was sie letztendlich zeigen. Wir werden da quasi mit Schocks konfrontiert. Die Bilder strömen auf uns ein und wir müssen mit dem irgendwie das erstmal handeln können. Umgekehrt auch ganz lange, starre Einstellungen können verstörend wirken, insofern, dass sie uns aus dem Bewegungsfluss des Bildes werfen, oder des Films werfen, meine ich jetzt. Und das wäre eine Gewalt des Forms. Und dann ist das was anderes, quasi wäre dann eine dargestellte Gewalt. Und die, finde ich, kann ästhetisch auch interessant sein, weil da quasi eine Ästhetisierung einer Gewalttat stattfinden kann, die für uns die Gewalttat ja als wenn wir physisch Gewalt erfahren, dann
ist das ja quasi etwas völlig Unreflektierbares. Dann ist das einfach eine Präsenz, die da ist und es ist körperlich und wir können keine Distanz zwischen uns und dem Gewaltakt irgendwo stellen. Im Moment der Ästhetisierung der Gewalt haben wir diese Distanz. Der Gewaltakt quasi uns entgegen als etwas, von dem her sich eben auch wieder etwas mitteilt, das die Gewalt für uns reflektierbar macht. Bei dem Bild sehe ich jetzt eher Ersteres, oder nicht quasi eine dargestellte Gewalt, sondern eine quasi in der Form präsente, quasi potenzielle Gewalt. Diese Gewalt, von der wir reden, die in diesem Bild repräsentiert ist, hat aber einen konkreten politischen Kontext. Hat das für Sie, als Sie daran gearbeitet haben, irgendeine Bedeutung gehabt? Also ist dieses Bild in diesem politischen Kontext auch dann im Ergebnis ein Bild, wo Sie sagen würden, hier ist Kunst und Politik von mir übertragen worden und in einen Kontext gesetzt worden, auch in eine Wertung? Nee, also das muss ich ganz klar verneinen, weil diese ganze Bildserie eben, ich arbeite immer in Serien, damals damit sich beschäftigt hatte, es waren Innenräume, es waren diese Stadtansichten, es waren diese Aerial Views und es waren immer Räume, die ich nicht konkret benannt hatte, aber die ich gemalt hatte, weil ich wusste, dass mit diesen Räumen etwas war. Also es war eher eine Art Trigger für mich selber, etwas zu malen, weil mich dieses Gefühl, was ich mit diesen Räumen verbunden hatte, irgendwas irgendwie stimuliert hatte. Und man kann auch nicht alles malen, man kann es nur ausprobieren, ob man es malen kann. Deshalb, wie ich vorhin schon mehrfach jetzt betont habe, wurden viele Bilder auch dann weggeschmissen. Aber bei manchen Sachen, die ja sehr weit von mir entfernt sind, weil es waren Räume, wo Verbrechen passiert sind oder all solche Sachen. Aber ich brauche immer, wenn ich was male, brauche ich auch so eine gewisse Art von emotionalen Bezug dazu. Und Gewalt ist eben nun mal eine Sache, die man sich als Mensch immer vorstellen kann, dass sie sehr unangenehm ist, wenn man sie erfährt. Und von daher ist man sofort, sobald man über etwas Unangenehmes nachdenkt, also ich philosophiere zu viel rum, am Schluss hat es mich... Dann bleiben Sie doch mal am Rumphilosophieren. Das finde ich doch spannend. Ich überlege ja selber, warum habe ich das gemalt. Genau, das wollen wir mal ein bisschen diskutieren. Ich denke jetzt mal laut nach. Aber ich denke mal, dass dass da eine Faszination auch für etwas ist, was einen vernichten kann. Ne? Also die ist schon da, diese Überwältigung, da ist was, das kann dich, da ist der Tod in der Nähe. Also das war für mich schon damals immer ein Punkt, der irgendwie dazu geführt hat, dass ein Bild entstanden ist. Seit wann beschäftigen Sie sich mit Gewalt und Tod? Ich beschäftige mich ja ehrlich gesagt nicht mit Gewalt und Tod, aber ich habe schon früh in meiner Jugend schon mal Gewalt erlebt, in Form von einem Unfall sozusagen. Aber gut, jeder macht irgendwie seine Erfahrungen mit Gewalt. Ob man jetzt irgendwo mal hinfällt oder so, ist ja auch schon Gewalt. Aber also dieses Gewalt, Vergehen, Tod, ja, sind immer Dinge, die mich irgendwo auch anziehen. Ich habe diese Frage gestellt, weil wir ja permanent Gewalterlebnisse nicht unmittelbar immer und alle, die hier sind, erleben, aber mittelbar auf jeden Fall. Wir haben hier über Afghanistan gesprochen. Momentan sind wir alle, während wir über Gewalt reden, mit der Gewalt des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine konfrontiert. Es gibt die Gewalt, die wir auch in unseren Städten haben. Gewalt ist etwas sehr eigentlich Alltägliches, auch unmittelbar erfahrene Gewalt. Muss nicht damit zusammenhängen, dass man mich schlägt, aber dass ich erlebe, wie geschlagen wird. All diese Dinge. Inwiefern ist Gewalt einerseits ein Faszinosum und andererseits aber ein Thema der Kunst, auch der Malerei? Und in welcher Vielschichtigkeit ist dieses Thema verbrückt? Also zunächst einmal muss man unterscheiden zwischen quasi einer Faszination für Gewalt und einer Faszination für die Darstellung von Gewalt.
Oder quasi, es gibt natürlich auch das andere, es gibt die Faszination an Gewalt selbst, es gibt Hooliganismus und solche Dinge. Oder quasi Leute, die wirklich quasi die Gewalt, das Erleben auch von Gewalt und das Ausüben von Gewalt suchen und eine Faszination dafür entwickeln. Aber ich glaube, davon ist die Faszination an dargestellter Gewalt doch irgendwie was anderes. Auch wenn sie vielleicht dann indirekt doch auch wieder damit zu tun hat. Oder weil, wie Sie gesagt haben, Gewalt ist etwas, was uns beschäftigt und zwar wirklich letztendlich uns ständig begleitet. Also schon allein existenziell. Wir sind geboren und wissen, dass wir sterben werden. Wir wissen, dass wir irgendwann der Vernichtung preisgegeben werden. Und dann die gesellschaftliche Gewalt, die Gewalt, mit der wir, die uns fast ständig begleitet, die ist da. Zugleich aber auch ist das etwas, was tabuisiert ist in der Gesellschaft oder etwas, was es letztendlich eben was im Zivilisationsprozess versucht wird, möglichst quasi friedlich zu halten, die Gewalt auszugrenzen. Und das ist ja auch völlig richtig. Nur die Gefahr dabei ist, wenn wir das ganz machen und uns nicht mehr mit Gewalt beschäftigen, dann begleitet sie uns nur ständig so als etwas, was unter der Oberfläche präsent ist und über das wir letztendlich sehr wenig wissen. Und ich denke mal, dass die ästhetische Reflexion von Gewalt durchaus eine Möglichkeit bietet, Gewalt irgendwo auch als etwas zu uns Gehöriges zu akzeptieren und zu reflektieren. Die Faszination von Gewalt aber, wir in der Schweiz, wir haben ja unsere Berge. Und wenn man auf die Berge steigt, dann hat man immer mal wieder dieses Erlebnis, dass man plötzlich, manchmal wirklich, ohne dass man es vermutet hat, vor einem Abgrund steht. Man kommt und plötzlich geht es einfach 100 Meter runter. Und dann hat so ein Abgrund wie so eine Doppelwirkung, mindestens auf mich. Einerseits schreckt man zurück, man ist schockiert und tritt einen Schritt zurück und denkt, nicht runterfallen. Andererseits zieht einem der Abgrund an. Es geht ein Sog von dem Abgrund aus. Und damit meine ich jetzt nicht quasi was Suizidales, sondern wirklich, dass der Abgrund selbst einem anzieht und man irgendwie sich zu diesem Abgrund hingezogen fühlt. Und ein ähnliches Erlebnis, würde ich sagen, geht auch von Bildern der Gewalt aus. Man ist abgestoßen, wird zurückgestoßen von denen und zugleich angezogen. Und irgendwo in dieser quasi Doppelbewegung drin, da geht für mich die Reflexion, die ästhetische Reflexion von Gewalt auf, die sehr, sehr, die, ich denke, die auch für quasi wirklich den Zivilisationsprozess sehr wichtig irgendwie ist. Während ich Ihnen zuhöre, denke ich mir erstens daran, dass wir alle, alleine weil wir in Machtverhältnissen miteinander leben, Gewalt wirklich unmittelbar, ununterbrochen erfahren. Aber Sie haben das ja vorhin so beschrieben, gleichzeitig ging mir gerade durch den Kopf, Sie zu fragen, in welchem Zusammenhang dann doch Liebe und Gewalt ein Paar sind. Liebe und Gewalt ein Paar? Das kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachvollziehen. Aber hat da irgendetwas auch, also ist da, Sie können ja auch ein anderes Wort nehmen, spielt es irgendeine Rolle, ob da jetzt auch noch Hoffnung ausgedrückt wird? Spielt es irgendeine Rolle, während Sie sich mit dieser Gewalt auseinandersetzen, dass es andere Emotionen dazu gibt, außer dieser Gewalt? Vielleicht kann man das so leichter formulieren. Also ich bin ja eigentlich auch ein bisschen überrascht, dass das Thema Gewalt jetzt bei diesem Bild so wahnsinnig im Vordergrund steht, weil ich natürlich Gewalt auch vielleicht mit diesem Titel in Verbindung gebracht habe. Den hätte ich drunter schreiben können, ich jetzt auch lassen können. Aber, warum haben Sie es denn getan? Ja, frage ich mich auch. Nein, aber es ging immer bei diesen Bildern damals um Ortsbestimmungen. Ne? Da waren eben diese Riot-Serie und da habe ich eben dran immer drunter geschrieben, Untitled Riot Paris beispielsweise. So, ne? Und ich habe auch Asteroiden gemalt in dieser Zeit damals, die irgendwie auf einer ungünstigen Flugbahn zur Erde standen, weil sie auch irgendwo mit wir hatten was Bedrohliches, würde ich jetzt sagen, aber es hat mich irgendwie fasziniert. Ich kann nicht sagen, warum es mich fasziniert hat. Warum schaut man sich den Untergang der Titanic an? Es ist irgendwie faszinierend. Also es ist, und das, dieses Wort Faszination ist für mich, glaube ich, wesentlich wichtiger als das Wort Gewalt, weil am Schluss geht es ja darum, dass ich was mache, was ästhetisch funktioniert und nicht was inhaltlich irgendwo jetzt Sinn macht. Der Inhalt ist vielleicht ein kleiner Anstoß, oder auch ein nicht unerheblicher, aber am Schluss geht es ja darum, dass ich für etwas, was mich auf irgendeine Art und Weise anzieht oder was mir passiert oder was mir widerfährt, was ich erzählen will, eine ästhetische Ausdrucksform finde und eine Gesetzmäßigkeit entwickle in der Art, wie ich es behandle,
wie ich es auswähle, welcher Farbigkeit ich dem zukommen lasse, was diesem Sujet, was ich mir ausgesucht habe, gerecht wird. Und ich hätte mir jetzt in meiner malerischen Erfahrung der damaligen Zeit nicht anders vorstellen können, dieses Thema, was ich mir ausgesucht hatte, wie auch immer es zu mir gekommen ist, anders darzustellen als so. Und ich denke auch, es ist gar nicht mal so gewalttätig dargestellt. Es gibt ja viel gewalttätigere Malerei, würde ich jetzt mal sagen, als das. Das ist ja schon für, also ich bin jetzt generell nicht der Mensch oder der Maler, der wahnsinnig hart aufträgt, sondern ich arbeite schon immer sehr viel, sehr sensibel. Aber für meine Art der sensiblen Farbgebung oder der Behandlung des Bildes ist das schon sehr gewalttätig. So, das muss man auch immer in Relation setzen. Und ich wäre auch vorsichtig mit diesem Begriff, weil da bin ich wirklich ein, also da gibt es einfach ganz andere, die viel. Das ist sehr spannend, weil das würde ich gerne nochmal bei Ihnen hinterfragen. Also Sie haben das ja gerade erwähnt. Wie funktioniert denn das ästhetische Werk, von dem jetzt der Absender dieser Ästhetik, der Hersteller dieser Ästhetik sagt, damals habe ich es Gewalt genannt, aber eigentlich ist es dann für mich was anderes geworden und trotzdem hat es ja etwas zu tun mit dem Zusammenhang eines historischen Ereignisses. Und wie funktioniert dieses ästhetische Werk mit diesem Zusammenhang? Und damit kommen wir aus einer ganz anderen Perspektive zurück. Vielleicht sollte man das sein lassen, dass da ein historisches Ereignis der Auslöser ist, aber nicht das Motiv und die Erzählung dessen, was Sie machen wollten und daraus gemacht haben. Ist es vom Nachteil für so ein Bild oder ist es dann letztendlich alles auch relativ egal, dass es diesen Hintergrund gegeben hat? Also egal, denke ich, ist es ganz klar nicht. Also ich meine, es ist ja doch nicht zufällig, dass du halt dann letztendlich dieses Motiv irgendwo gewählt hast. Das ist jedenfalls drin. Und dadurch, dass es irgendwie halt eben, also wie gesagt, man kann sich diesem Bild auch nähern natürlich, ohne das zu wissen. Und ich denke schon, dann sieht man was anderes. Aber sobald man quasi dieses Wissen mitbringt und dieses Motiv irgendwie sieht, ist es halt im Bild und seiner Wirkungsästhetik und seinem Gehalt damit auch irgendwo drin. Und ein Kunstwerk ist aber zugleich natürlich ja nie einfach das auf ihm dargestellt. Also der Gehalt eines Kunstwerks ist nicht das in ihm Dargestellte, sondern der Gehalt eines Kunstwerks geht auf quasi auch durch die Autonomie der Form, die das Kunstwerk ja behaupten muss, um überhaupt ein Kunstwerk zu sein. Und hier würde ich halt sehr das ein bisschen so sehen, also von Adorno hat quasi Kunstbetrachtung immer so im Verhältnis zur Gesellschaft gesehen, als in der Dialektik zwischen Autonomie und Heteronomie stehend. Das Kunstwerk, um überhaupt Kunstwerk zu sein, muss sich als autonomes Werk generieren. In Adornos Worten, es negiert dadurch quasi das Bestehende der Gesellschaft, indem es sich herausnimmt aus der Gesellschaft und eben quasi als autonomes Werk sich so hinstellt. Umgekehrt bleibt aber natürlich das Kunstwerk immer auch in einem heteronomen Verhältnis zur Gesellschaft, also in einem abhängigen. Es ist Teil der Gesellschaft, es ist aus einem gesellschaftlichen Diskurs entstanden, auf es wurde gesellschaftliche Arbeit verwendet und ähnlich, denke ich, ist es auch mit dem Motiv hier. Oder das Kunstwerk selbst und du in deinem Schaffen löst sich irgendwo auf dieses, also löst dieses Motiv irgendwo, transzendiert dieses Motiv hin auf eine, durchaus auf eine Schönheit hin auch. Oder ich finde auch, dieses Bild hat auch eine unglaubliche Schönheit, die in ihm liegt. Hin auf diese Bedeutungsoffenheit, von der ich anfangs ein bisschen gesprochen habe. Aber zugleich bleibt es eben doch auch immer wieder an dieses Ereignis gebunden. Hat er recht? Ist das irgendwo auch da und das bleibt irgendwo drin eingeschrieben, mindestens in der Wirkung. Hat er recht? Ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, das Bild nochmal angeschaut und überlegt, was ich damals eigentlich gedacht hatte. Du hast bestimmt recht. Aber wenn ich das jetzt nochmal anschaue, ich hatte damals beim Malen zwei Farben, und zwar war das eine ein Ultramarinviolett und das andere war ein Medivialgelb, so ein ganz kaltes Gelb. Und man sieht immer, also ich sehe es jetzt immer noch, ich weiß es noch, dass sich diese Verteilung dieser beiden Farbtöne, so einen kalten Violettton und so einen grün stechend gelben, ganz kalten Gelbton, dass mir das damals irgendwo ganz wichtig war bei diesem Bild. Gleichzeitig habe ich immer darüber nachgedacht, wo verläuft jetzt hier so ein imaginärer Weg, den man auf diesem Foto sehen konnte oder vielleicht aber auch nicht da war, und wie verteile ich das so, dass am Schluss eine Komposition daraus entsteht, die einfach diesen
Titel vergessen lässt, ne? Die einfach, weil irgendwann weiß niemand mehr, was das war, das gibt es ja auch jetzt schon nicht mehr. Und für mich war ja, also würde ich mal sagen, ist ein Bild immer nur dann interessant, wenn man eben nicht darüber reden muss, was da drauf ist, sondern dass es irgendwo am Schluss einfach so ästhetische Prinzipien gibt, über die ich nachdenken kann, die ein anderer vielleicht in ferner Zukunft nochmal sieht und sagt, ach guck mal, der hat darüber nachgedacht, das erkenne ich doch irgendwo, weil es ja so Schönheit ist für mich oder ist hoffentlich doch auch so eine gewisse Zeitlosigkeit, anders ausgedrückt, es gibt ästhetische Prinzipien auch in der Malerei, die meiner Meinung nach spürbar sind und nachvollziehbar sind und die weit über dieses Thema dann hinausreichen sollten. Das Thema war dann sozusagen das ist einfach das Motiv, ne? Was hätte auch eine Blumenvase sein können. Ist aber keine geworden. Nee. Also, es ist keine geworden. Und ich will dann doch schon ein bisschen intensiver mit Ihnen darüber diskutieren. Es gibt Bilder, die haben keinen Titel. Also ein Künstler, eine Künstlerin kann auch sowas, so wie Sie es eben beschreiben, uns zur Verfügung stellen und keinen Titel drunter schreiben. Nun ist aber ein Titel hier vorhanden und wir haben es mit der Gewalt zu tun. Die Gewalt hat ja auch voyeuristische Impulse, sie hat aber auch exhibitionistische Impulse. Sie haben es gesagt, es ist eine Haut. Eine Haut ist eine Schutzhaut und gleichzeitig ist nicht so verletzbar wie die Haut. Und wenn sie verletzt wird, dann geht es noch viel tiefer in Verletzungsgefahren. Also akzeptiert, voll nachvollzogen, wie Sie eben argumentiert haben, bleibt es dann jetzt für Sie eher, wenn wir es jetzt so grundsätzlich diskutieren, etwas Belastendes mit dem Abstand auch, dass es dann erstens eine historische Konnotation gibt, zweitens eine Betitelung gibt und wir deswegen das ernst genommen haben und an dieser Ästhetik diese Hintergründe mit triggern. Oder ist das etwas, was Sie dann doch billigend in Kauf nehmen und es nicht so neutralisiert sagen, dass die Ästhetik sich dann irgendwie hoffentlich in sich verselbstständigt? Ja, es ist sehr widersprüchlich. Der Titel ist ja untitled und die Kuratorinnen haben recherchiert. Ne? Ich habe hinten in Klammern geschrieben, Swahili, also der Titel ist im Prinzip untitled, Swahili, gut. Dann wurde das recherchiert und habe herausgefunden, was das ist. Aber warum habe ich das gemacht? Also sicherlich auch, weil ich vielleicht dachte, untitled ist mir zu abstrakt. Oder weil ich es unbewusst gemacht habe und dachte irgendwie, Swahili klingt gut, weil nicht selten habe ich Titel eben einfach nach dem Klang gegeben und irgendwo gedacht, ich habe oft Boden gemalt, also abstrakte Ansichten, die dann irgendwo einen Titel hatten, der irgendwo einfach gut klang. Ne? Also, und trotzdem ist das Interessante daran, dass dieser Titel diese Diskussion hervorbringt und dass dieser Titel dieses Bild in dieses Format hier hineingebracht hat. Und von daher habe ich doch alles richtig gemacht. Und ich würde sogar noch, was du vorgesagt hast, etwas würde ich nochmals betonen, das fand ich ganz, ganz was Wichtiges, dass du gesagt hast, oder dieser Titel, jetzt weiß man noch, was das ist. Das kann aber in Vergessenheit geraten, was das ist. Und dann haben wir nochmals eine Dimension, nämlich die Dimension des Vergessens, die dem Gemälde im Prinzip schon eingeschrieben ist. Und eben wie es diesen Ort nicht mehr gibt, weil der in der Zwischenzeit bombardiert ist und quasi eben diese Lichtflecken, die man hier sieht, die gibt es nicht mehr, die sind zerstört. Kann es auch sein, dass die Geschichte so weiterläuft, dass wir irgendwann auch mit diesem Titel nichts mehr anfangen können? Das mag. Und das finde ich einfach was ganz Spannendes, weil du vorher gesagt hast, dass diese Möglichkeit, dass man diese Verbindung, die wir jetzt machen mit dem Titel, dass man die vergisst, dass die wie schon ein Teil des Schaffensprozesses an diesem Werk auch ist. Das fand ich einfach ganz spannend. Das mag in diesem theoretischen und persönlichen Gespräch so sein, aber der Hintergrund dieses Bildes wird nicht vergessbar sein, weil es eine historische Realität bleibt. Es mag sein, dass das in 200 Jahren oder 300 Jahren als eine Petitesse, ein Aperçu der Geschichte ist, aber politisch und historisch gesprochen mag das in der Betrachtung der dann Lebenden so sein, aber die Markierung, die ist real. Das will ich nur hinzufügen. Die Markierung ist und bleibt real.
nun wieder, oder nicht widersprechen sich, sondern es konfrontieren sich, es widersprechen sich zwei Perspektiven. Oder eine dritte will ich hinzufügen. Der Hersteller, der Maler, der Künstler dieses Bildes sagt, wie ich finde, völlig zu Recht, ich höre mir das alles an, ich rede auch darüber mit, aber eigentlich, wenn ich das richtig interpretiere, hat sich das von mir verselbstständigt und das Ergebnis ist etwas, was ich mir unabhängig dieses historischen Momentes auch würde vorstellen können. Sie haben das vorhin in einem Beitrag noch mal betont, es gibt ja die Empfängerperspektive, also die betrachtende Perspektive, die eigentlich eine Zumutung übrigens nicht nur in der Malerei, sondern bei aller Kunst ist, weil sie sich herausnimmt, die Interpretation statt des Künstlers so in den Raum zu stellen, als ob der Künstler diese Interpretationen annehmen müsste. Dann gibt es die dritte, und das ist die, die ich sagen würde vom relativ naiven Betrachter oder Betrachterin, die sich sowas anschaut und rein mit all dem, was sie sagen, wir haben alle dieses Gepäck, aber letztendlich sowas anschaut und eine ästhetisch-emotionale Beziehung zu diesen Dingen findet. Ist es, wenn man politisch-historische Ereignisse in Kunst überträgt, in dem Fall sprechen wir von der Malerei, schwieriger, diese dritte Perspektive zuzulassen? Die zweite bekommt mehr Gewicht, diese interpretatorische, die auch immer politisch, auch immer historisch konnotiert ist. Oder kann der Wunsch eines Künstlers, einer Künstlerin denn doch mehr in Erfüllung gehen, dass man das irgendwann mal auch lässt, worüber wir heute noch sprechen? Also ich meine, in dem Moment, in dem ein Künstler sein Werk gewissermaßen entlässt aus seiner Arbeit, gehört es ihm halt auch nicht mehr ganz. Ich glaube, ein Künstler muss schon, genauso wie ein Philosoph damit leben muss, dass seine Gedanken quasi weitergesponnen werden, anders interpretiert werden und so weiter, muss letztendlich auch ein Künstler damit leben, dass sein Werk von den Betrachtenden vielleicht auf eine Art und Weise erlebt und interpretiert wird. Und ich meine, mit Interpretieren ist nicht einfach quasi eine intellektuelle Interpretation, sondern wirklich auch das Erleben des Kunstwerks selbst, das vielleicht anders ist, als es der Künstler intendiert hat, als der Künstler vielleicht das wollte. Und ich glaube, das gehört zur Funktionsweise von Kunst als letztendlich etwas, was halt doch was Öffentliches ist, oder als etwas, was in dem Moment, in dem das Bild im Museum hängt, in dem es oder an einem anderen öffentlichen Ort quasi ist, und wir es erleben können, in dem Moment ist es halt auch nicht mehr einfach, nicht mehr einfach ganz das Bild des Künstlers, oder? Sondern es passiert was mit diesem Bild, es bekommt seine Eigendynamik, seine eigene Geschichte und diese Geschichte hat mit all den Leuten zu tun, die es nun betrachten und wieder auf andere Weise erleben, gewissermaßen fortschreiten oder fortmachen. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden erst einmal. Wir wollen jetzt noch mal, Sie haben es angesprochen, von denen, die hier im Städel die Verantwortung tragen, ein paar Gedankenimpulse hören zu der Frage, ist ästhetische Auseinandersetzung mit Gewalt politisch? Danach werden wir Fragen von Ihnen im Publikum, wie aber auch im Netz, gerne miteinander besprechen und beantworten. Erstmal herzlichen Dank bis jetzt. Danke. Ja, wie wir gelernt haben gerade, auch nochmal herzlichen Dank für die wirklich sehr spannende Auseinandersetzung mit dem Thema. Wie wir gelernt haben, befindet sich der Ort in dem Bild außerhalb des normalen zivilen Lebens. Und es klang gerade schon ein paar Mal an, dieses Werk ist auch immer abhängig von dem Kontext, in dem es gezeigt wird, hier in einem Raum zum Thema Kunst und Politik. Wir können dieses Werk aber auch in einen Raum zur Abstraktion zum Beispiel hängen und wir würden es vielleicht ganz anders wahrnehmen. Genau, und jetzt mit einer Frage oder einem Gedanken möchten wir diese Diskussion hier eröffnen. Und zwar, macht die ästhetische Auseinandersetzung mit Gewalt das Werk politisch oder der Kontext? Und damit eröffnen wir die Fragerunde. Einfach gerne die Fragen, die auch im Laufe des Gesprächs schon angeklungen sind, stellen. Kurz vielleicht auch, an wen sie gerichtet ist. Wir freuen uns auf Input. Und ich würde gerne eine ergänzen, weil wir dies gar nicht bisher angesprochen haben. Gewalt kann erzählt werden, auch im politischen Kontext, aber auch ohne, indem es Angst macht, indem es aber auch Lust macht, indem es Freude macht, indem es abstößt
Und wie ist es, wenn es dann erst recht in einem politischen Kontext ist, wo eine Evaluierung nicht nur des Kunstwerkes, sondern des politisch-historischen Hintergrundes dann mit eine Rolle spielt? Also kann man Lust empfinden an einer Darstellung in der Kunst, die gleichzeitig aber, wenn wir es im Politischen diskutieren würden, zu einer deutlichen Verneinung und Ablehnung führen würde? So, wir freuen uns. Kurz, ich bin Architekt und hier in Frankfurt und mich freut insbesondere die Betonung der Ästhetik oder der Schönheit. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, darf man Gewalt ästhetisieren oder ist das nicht sozusagen von vornherein schon etwas, was man nicht machen sollte? Und inwieweit ist eben tatsächlich dieses Bild jetzt der Ausdruck von Gewalt? Für mich ist es, muss ich offen gestehen, eher der Ausdruck von etwas Fremden, etwas Faszinierenden, in das man eintauchen möchte, in das dann auf einmal auch Details zeigt, die sich vielleicht eher aus der Nähe ergeben. Also es ist nicht einfach nur eine brutal verletzte Oberfläche, sondern es ist tatsächlich eine sehr feinfühlige, gestaltete Oberfläche. Also komischerweise sehe ich überhaupt nicht so sehr die Gewalt darin, sondern eher die Ästhetik. Und das finde ich sehr schön und finde eigentlich die Betonung des Begriffs Schönheit erstaunlich, weil man das ja vielleicht jetzt gerade in unserem Kontext sehr selten hört. Also, ja. Okay. Ja, ich würde da in allem zustimmen. Das ist sehr genau das, wenn es schön ist, ist es ja richtig. Also, und ich habe das Bild auch nur zu Ende gemalt oder rausgegeben, weil ich irgendwo dachte, es steht in so einem Schwebezustand, der mir einfach gefällt. Ich hatte dann eben dieses Gefühl so, ich kann dem Bild nicht mehr mitgeben. Ne? Und ich finde es auch nicht verwerflich, dass ich zu dem Thema, was damals virulent war, 2002, war der Nahost alles sehr, das war eben da. Es war um mich rum, ich war nicht selber da, aber ich war da, weil ich bin natürlich auch ein interessierter Mensch und schaue mir Fotos an und gebe mich dem sogenannten Bilderstrom hin, der mir dann eben dieses Foto zugespült hat sozusagen. Und ich habe das aufgehoben wie eine Muschel am Strand und gesagt, oh, das mache ich was draus, auch wenn es erstmal eine ziemlich hässliche Muschel ist von der Konnotation her, würde ich jetzt mal sagen. Aber am Schluss muss das Bild diesen Prinzipien standhalten. Ansonsten, es ist ein Teil der Zeit, es ist angespült worden, es wird vielleicht wieder zurückgehen, es wird jetzt eine Zeit lang da liegen bleiben, es wird in unserem kollektiven Gedächtnis bleiben, wie Sie gesagt haben. Und ich habe es festgehalten in der Malerei. Was aus der Malerei wird, weiß ich auch nicht. In 50 Jahren, 100 Aber Jahren. Das finde ich wichtig, weil mit so einem Bild setzt es sich auch ins kollektive Gedächtnis um. Das bedeutet, dass Menschen in 100 Jahren, die den Anlass nicht mehr in ihrem eigenen kommunikativen Gedächtnis haben, also man erzählt sich die Familie, werden dadurch an etwas erinnert, was in ihrer Zeit wiederum eine eigene Gegenwart wird. Aber ich würde gerne die Frage noch mal aufgreifen und an Sie weitergeben. Darf man Gewalt ästhetisieren? Das war ja eine auch der Kernfragen. Darf man? Was heißt dürfen? Also in welchem Zusammenhang stellt man die Frage nach dürfen? Es gibt einen rechtlichen Zusammenhang. Das müssen die Juristen fragen. Nein, wir sind hier in der Ästhetik. Ethischen Zusammenhang. Und ich bin auch der Falsche für ethische Fragen. Ich bin zwar Philosoph, aber definitiv kein Ethiker. Weil ich mich viel lieber mit Wertungen letztendlich sehr lange zurückhalte. Ich versuche quasi Phänomene auf mich wirken zu lassen. Ich schaue mal an, was kommt da, was passiert zum Beispiel bei einer Auseinandersetzung mit so einem Bild. Und die Wertung, finde ich das gut oder schlecht, oder darf man das oder darf man das nicht, die kommt ganz, ganz, ganz weit hinten bei mir. Und jetzt, wenn Sie von Ästhetisierung von Gewalt reden, müssen Sie natürlich uns auch mal überlegen, es gibt, was heißt Ästhetisierung von Gewalt? Jede Art der Gewaltdarstellung ist im Prinzip eine Ästhetisierung der Gewalt. Sie hebt den Gewaltakt
auf quasi in eine Welt des Scheins, in der aber eben, und Welt des Scheins, das ist wichtig, ist nicht nur eine Scheinwelt, sondern auch eine Welt, in der erst etwas erscheinen kann, in der etwas quasi sich mitteilen kann von dem Dargestellten her. Und das finde ich das Spannende bei Gewaltdarstellungen, dass Gewalt quasi reflektierbar wird im ästhetischen Raum. Und was jetzt, wo jetzt die Grenze ist, oder wo wird es quasi gefährlich, also Sie haben es angesprochen, politisch auch gefährlich und so, die würde ich völlig falsch finden, wenn man da irgendwo so einen klaren Cut machen würde. Wir sind uns alle bewusst, es gibt diese Gefahr. Aber ebenso sind wir bewusst, also denke ich mal, müssen wir uns als kunstinteressierte Menschen bewusst sein, dass es auch immer wieder wichtig ist, diese Grenzen irgendwo da Reibungsflächen zu suchen, zu provozieren, mal etwas zu versuchen, mal auch mal vor den Kopf zu stoßen. Denn nur so quasi werden diese Dinge irgendwo im Diskurs gehalten und eben auch auf eine Weise reflektiert, die quasi der Tabuisierung von so Themen wie Gewalt eben auch dann entgegensteht. Ich würde dialektisch sogar anbieten, die Frage zu stellen, darf man Gewalt nicht ästhetisch darstellen? Spätestens dann wird es schwierig zu sagen, man darf es nicht. Was nicht dazu führt, dass man deswegen logisch die Antwort hätte, deswegen darf man es. Ich würde dann ergänzend nur noch dazu sagen, die Frage ist auch, wie macht man es? Und das ist dann aber eine Frage des Diskurses in der jeweiligen Zeit, über das Wie zu diskutieren. Und wir sehen ja, das, was vor 15 Jahren oder 10 Jahren selbst vom Künstler da gemacht wurde, es ist kein statischer, sondern ein dynamischer Blick auf jeweils das Kunstwerk. Aber bitte weitere Fragen. Ich muss gestehen, ich kenne Ihr Oeuvre jetzt nicht, ist mir nicht bekannt. Es ist dann mein Manko, dass ich hierher gekommen bin, ohne es zu wissen, wobei ich es auch ganz interessant finde, weil ich mich auch vorher mit dem Bild nicht auseinandergesetzt habe und eigentlich was ganz anderes gesehen habe. Ich habe nämlich eigentlich eher etwas, auch wie einen Sternenhimmel, eine Galaxie gesehen und finde das sehr, sehr interessant, jetzt auch den Kontext da zu erfahren. Meine Frage ist, geht aber eher in eine andere Richtung, wenn man das Ganze ein bisschen breiter sieht. Wie würden Sie jetzt im Rückblick auch die Relevanz dieses Bildes für Ihr Oeuvre, für Ihre Entwicklung einschätzen? Naja, mit der Frage müsste ich mich ja schon fast wie ein Kunsthistoriker benehmen. Bin ich ja zum Glück nicht. Also von daher gefiel mir das eigentlich gerade, was Sie gerade meinten. Ich kann mich zurücklehnen und zuhören. Ich kann natürlich auch was dazu sagen, aber... Nehmen wir die Version 2. Also, nicht zurücklehnen, nehmen wir die Version 2. Für mich sind Bilder immer, wenn ich sie gemalt habe, sind sie für mich weg. Dann kommt das Nächste. Und ich bin jetzt hier zurückgekommen und habe mir dieses Bild wieder angeschaut. Und ich kann mich daran erinnern, was mich damals zu diesem Bild gebracht hat. Und dann kamen wieder danach viele Bilder und dann kamen wieder Bilder. Also Bilder malen ist in meinem Oeuvre eine Art evolutionärer Prozess. Da kommt man, also ich komme von einem Motiv wieder auf das nächste. Und bei dem Bild würde ich jetzt fast schon sagen, es wundert mich immer, dass der Begriff Tachismus oder informell oder so nicht mal gefallen ist, weil das Bild ja eigentlich auch so eine, fast schon eher so eine, würde ich mal sagen, in der Tradition lesbar sein könnte, dass man eben eigentlich Gewalt erfahren hat, wie die Tachisten damals im Krieg, aber sich eigentlich von der Gewalt irgendwie so komisch weggedrückt hat, dass man sie einfach nirgendwo benannt hat. Ne? Also das ist ja eine erstaunliche Bewegung in Deutschland gewesen, der Tachismus, also fast schon so eine Verdrängungskunst. Von daher würde ich sagen, dass der Titel doch sehr gut ist, weil er eben das Bild rausholt aus diesem, ich mache was, was gewalttätig anmutet, aber ich drücke mich rum, dass es Gewalt ist. Es hatte, war ein gewalttätiger Ort und der Titel ist eigentlich genau richtig, würde ich schon mal so sagen. Also das wollte ich jetzt nur, Ihre Frage hat mich jetzt dazu irgendwie zu dieser Nachdenkerei gebracht. Und das mit den Sternenhimmel fand ich eben auch, das haben Sie ja genau gerade auch nochmal gesagt, das war ja auch eben meine Evolution damals von den Sternenhimmel zur Erde und von der Erde dann wieder zu Räumen, also von der Luft in die, auf die Erde, von der Erde zum Beton und von den Räumen ging es dann wieder komischerweise zu ganz anderen Motiven, zum Mensch auch. Und
Ja, also das ist die Malerei ist für mich wie ein Roman, der ist einfach nie zu Ende geschrieben und das Bild ist sicherlich ein Kapitel, aber es sind unzusammenhängende Kapitel. Also ich würde mal sagen, es ist ein Fragmentroman, der irgendwo nicht stringent erzählt ist, wo aber trotzdem das eine Kapitel irgendwo auch tauchen manchmal wieder Protagonisten auf, die im anderen wieder auftauchen. Und ja, noch bin ich mitten im Roman drin. Also von daher weiß ich noch nicht, wie wichtig das Kapitel ist. Also, ja. Danke erstmal für die Ausführung bis hierhin. Jetzt haben wir sehr stark in den Kontext der Gewalt gesetzt. Und Gewalt ist im Endeffekt ja auch, ist ja auch gemacht, hat ja einen Auslöser. Und im Namen der Reihe steht irgendwie auch Politik. Und für mich ist das irgendwie auch, ist Gewalt jetzt in dem Kontext auch Politik gemacht. Ne? Dahinter steht irgendwie Kriegspolitik oder Antiterrorpolitik oder vielleicht auch einfach nur Gesellschaft. Und jetzt frage ich mich, ob man im Endeffekt dem Werk selber überhaupt den Auftrag geben kann, für Politik zu stehen oder einen politischen Auftrag zu senden oder zu erfüllen. Oder das nicht eigentlich Auftrag des Betrachters ist oder sein muss. Oder eben auch nicht, ne? Oder auch bewusst als Betrachter sagen, ich übernehme hier keinen politischen Auftrag, ich betrachte es halt nur ästhetisch. Und das ist wahrscheinlich eine Frage für die beiden, die halt Betrachter sind in der Runde. Kann das überhaupt ein Anspruch sein, an ein Werk, an einen Sender, dafür zu stehen? Ich würde nur gern eins ergänzen, Sie haben mit allem recht, aber da Sie vermieden haben zu sagen, dass die Gewalt durch Menschen entsteht, will ich es ergänzen. Es sind Menschen, die Gewalt ausüben. Ob sie jetzt den Beruf des Soldaten, des Politikers, der Politikerin haben, das ist mir schon wichtig, dass ich das nur mir erlauben darf zu ergänzen. Bitte. Also ich würde Ihnen völlig recht geben in dem. Ich würde auch sagen, es ist nicht die Aufgabe des Werks, politisch zu sein oder etwas vertreten zu müssen. Im Gegenteil, das wäre sogar ganz fatal für die Kunst, wenn wir quasi Kunst so betrachten würden. Es ist die Aufgabe der Kunst, ist es irgendwie ein politisches Programm zu vertreten oder gegen die Missstände der Welt zu kämpfen und so weiter. Nee, Kunst funktioniert ja gerade dadurch, dass sie sich eben auch als autonome Werke immer wieder generiert und auch wieder rausnimmt aus der Gesellschaft und dem etwas entgegensetzt. Das ist auch, finde ich, das Problem von vieler politischer Kunst, also von vieler explizit politischer Kunst, die politisch sein will, dass sie oft so Künstler, die so diese explizit politische Arbeiten, und ich sage damit nicht, es gibt ganz großartige Künstler, die das machen, aber haben oft so ein bisschen die Gefahr, dass man dann meint, dem Werk fast so eine Art Beipackzettel beilegen zu müssen, wie man es gefälligst zu verstehen hat. Und dann quasi kommt das rüber und dann liest man, oh, okay, man findet das bestätigt, diese Meinung. Und das ist sehr, sehr langweilig und da geschieht nichts mehr. Oder eine ästhetische Erfahrung geschieht ja genau dort oder genau dort interessant, wo man sich in seinen Grundüberzeugungen, in seinen Werten, in seinen Sichtweisen, und ich meine Sichtweisen, nicht nur politische Sichtweisen, sondern wirklich auch die Art des Blickens auf etwas, hinterfragt sieht, herausgefordert sieht, auch verstört sieht. Und dass das geschieht, muss ja eben das Kunstwerk irgendwo diese Bedeutungsoffenheit auch zulassen. Und das ist vielleicht, ich weiß es nicht, wie das für einen Künstler ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch gar nicht so einfach ist, diese Bedeutungsoffenheit zuzulassen. Weil man natürlich, kenne ich mich nicht als Philosoph, natürlich hätte man dann gerne, hey, ich sage dir, wie du das zu verstehen hast und so. Aber das wäre nicht, das so funktioniert es nicht. Oder Armin, was, vielleicht noch schnell, wirst du damit, also kann das schwierig sein für einen Künstler? Ja, mir persönlich gefällt es immer, wenn ein Kunstwerk eine gewisse Fallhöhe hat, wie man so schön sagt, also dass man irgendwo reinstolpern kann, was einfach unangenehm wird, weil es hat ja auch immer viel mit so einer, es gibt ja in der Natur immer diese Form der Wahrheitsfrage, ist es gefährlich, ist es ungefährlich, ne? Also da liegt irgendwas auf dem Boden rum, ist es eine Schlange oder ist es ein Ast, so, und ist es essbar, ist es nicht essbar? Das ist ja eigentlich die Wahrheitsfrage, die Natur uns immer stellt. Und
irgendwo habe ich den Eindruck, das Bild berührt diese Wahrheitsfrage auch auf eine gewisse Art und Weise. Ist es jetzt gefährlich oder ist es schön? Ist es harmlos, ist es gefährlich? So, und von daher, je mehr wir über dieses Bild reden, desto besser finde ich es. Genau. Und ehrlich gesagt, wäre es harmlos, würden wir hier auch nicht sitzen. Das ja, möchte ich dem ergänzen. Und ich will, bevor Sie sagen, dann doch nur auch das, was Sie gesagt haben, ein Stück vielleicht reflektieren. Es gibt politische Kunst und es gibt Kunst, die politisch sein will. Es gibt Künstler und Künstlerinnen, die einen politischen Wert in sich tragen, den sie in Kunst aber übersetzen. Und es gibt Künstler und Künstlerinnen, die ihre Kunst als politisch anbieten. Das heißt, die Komplexität des Verhältnisses ist noch mal deutlich differenzierter zu betrachten, als wie in dieser Frage gesteckt ist, es generell zu beantworten. Bitte schön. Ich sehe mich jetzt mal ganz als Betrachter von Ausstellungen oder des Museums. Und wenn ich jetzt durch das Museum gegangen wäre, dann hätte ich jetzt in erstem Moment nicht das Thema Gewalt mit diesem Bild verbunden, sondern dann hätte ich nämlich den Beipackzettel gebraucht, wo zumindest hinter dem Anteil nochmal der Ort aufgetaucht ist, wo das passiert ist. Und ich finde ja es viel wichtiger, dass ein Bild mir Anregungen gibt, mich neugierig macht, zu hinterfragen, was war da und was ist da gewesen, und dann kann ich nach Hause gehen und kann mich nochmal vergewissern, was an diesem Tag oder an diesem Ort überhaupt passiert ist. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, was Kunst vielleicht in der Form der Dokumentation über Jahrhunderte hinaus leisten kann, dass wir immer wieder zu Momenten zurückkommen in der politischen Geschichte, was war. Und das, denke ich, das ist doch das Beste, was das Bild überhaupt für uns dann sein kann. Noch eine Frage und dann müssen wir auf die Uhr schauen. Ich fand das gerade sehr schön, wie du das formuliert hast mit der Fallhöhe. Und wenn ich das Bild jetzt sehe, dann denke ich, das hat sehr viel, also multidimensionale Aspekte. Man kann es so oder so betrachten, das ist eigentlich nicht eindeutig. Und ein Werk, was jetzt von vornherein von sich sagt, es ist politisch, halte ich für so eindimensional, da frage ich mich, ist das dann Kunst? Ja? Also dazu möchte ich Ihnen nur sagen, politisch ist nie eindimensional. Das stimmt. Aber ich glaube, mit dieser Frage, ich würde sie am liebsten eigentlich offen lassen, wenn wir das können, weil das ist eigentlich ganz wunderbar, wo hört Kunst auf, wo fängt es an, es sei denn, an, genau. Der wird sich nur beglückwünscht. Vielen, vielen Dank für diese Gesprächsrunde, es war super spannend, vielen Dank, dass Sie da waren und auch an das Publikum, war auch eine sehr spannende Diskussionsrunde jetzt nochmal. Ja, genau. Also vielen Dank, dass Sie alle heute hier waren. Wir möchten Sie auch noch mal ganz herzlich einladen, jetzt auch noch mal in die Sammlung Gegenwartskunst zu gehen. Da entdecken Sie auch das andere Werk von Armin. Und wir hoffen, dass Sie sich vielleicht entweder beim nächsten Mal dazuschalten oder auch wieder hier vor Ort sind. Am 14.06. findet die letzte Gesprächsrunde zu der Frage, wie politisch ist die Kunst, statt. Also herzlichen Dank, einen wunderschönen Abend.